2003 war es endlich soweit. Nach der Uraufführung von Hochzeiten habe ich dann Herrn Stockhausen gebeten, ich würde gerne die Noten sehen, weil ich lebe in Karlsruhe und da ist ZKM. Also das wäre eigentlich ein optimaler Ort, das Stück zu realisieren. Als der ungarische Schlagzeuger Laszlo Hudacsek Karlheinz Stockhausen um die Partitur der Strahlen bat, kannte er den von ihm verehrten Komponisten schon aus jahrelanger Kursarbeit. Stockhausen hatte die Strahlenpartitur auch zwei anderen Schlagzeugern gegeben, doch Laszlo Hudacsek wollte das Stück als erster aufführen. Die Umsetzung war keine leichte Aufgabe, denn das Vibraphone, ein elektrisch verstärktes Metallinstrument, das mit dem Xylophon verwandt ist, kann Stockhausens Spiel- und Gesangsanweisungen für die Orchesterinstrumente und Stimmen nur sehr begrenzt umsetzen. Ohne Elektronik, ohne Hilfe der heutigen Technik, sind Sachen einfach unmöglich. Ein Vibraphonklang wird leiser werden und nicht lauter, wie er das gewünscht hat. Ein Vibraphonklang macht nur ganz wenig Glissando zum Beispiel. Ich kann keine Vokale oder Konsonanten geben, wie bei Sprache. Das ist für ein Vibraphon nicht selbstverständlich. Laszlo Hudacsek musste für Stockhausens etwa halbstündiges Werk Strahlen für Schlagzeuger und Zehnspurtonband erst einmal Tausende von Einzeltönen verschiedener Tonhöhen, Lautstärken und Klangqualitäten einspielen. Die wurden dann Ton für Ton vom Institut für Musik und Akustik am ZKM bearbeitet. Und auch die Zusammenarbeit mit Karlheinz Stockhausen selbst gestaltete sich nicht eben einfach. Der Komponist hatte zu Lebzeiten sehr genaue Klangvorstellungen und pflegte eine ganz eigene Sprache, wenn es um seine Musik ging, so auch in der Einleitung zu seinen Strahlen. Vieles erklärte sich da nicht von selbst. Mit den Vorwörtern, mit den Spielregeln, die gemacht werden sollen, es sind ungefähr 1 Zentimeter dicke Faxkorrespondenz mit den Herrn Stockhausen, da habe ich dabei. Und die sind dann die Sachen, die durch diese Einleitung, diese 2 oder 3 Seiten Einleitung, für uns nicht klar waren. Und außerdem wollte Stockhausen das Zusammensetzen des Stücks erst erlauben, nachdem für ihn alle Einzeltöne und technischen Voraussetzungen passten. Zum Beispiel, wir dürfen die Arbeit anfangen, wenn die gute Lösung fertig ist. Also für uns war es ein bisschen paradox, da müssen wir arbeiten, um eine Lösung zu erforschen. Er hat diese Geduld nicht gehabt, er will die perfekte Lösung haben. Nach Stockhausens Tod wurde seine engste Mitarbeiterin Katinka Passwehr zur Ansprechpartnerin. Doch die lange Arbeit an den gut halbstündigen Strahlen hat sich gelohnt. Heute, 6 Jahre nach dem ersten Anlauf, steht Laszlo Hudacsek zusammen mit 10 Lautsprechern im Foyer des Karlsruher ZKM. Und er hat sich schon vorgenommen, zusammen mit dem Institut für Musik und Akustik eine weitere Version von Stockhausens Strahlen für kleinere Räume zu entwerfen.